Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Ich habe euch ja gesagt, dass ich hier auf euch warte, auf diesen Felsen. Ich habe das Spiel neu geladen. Und was ist? Der Schnee ist weg. Wir haben schon wieder Frühling. Nee, wir haben noch keinen Frühling. Laut unserer Karte, sind wir am 3. von 4 Tagen im Winter. Ich frage mich sowieso, warum der 3. Tag. Normalerweise müsste das doch der 2. Tag sein. Oder haben wir einen ganzen Tag bei der Unibaba, in dem die uns hier unter Drogen gesetzt hat, haben wir einen ganzen Tag bei der verloren, oder? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, wir schließen mal unsere Karte wieder. Wir sehen mal zu, dass wir hier runterkommen, ohne uns irgendwo, oder wir krakeln nach oben. Das wird vielleicht das Beste sein. Dass wir nach oben gehen und nicht nach unten und dann uns irgendwo einen Weg suchen, dass wir runterkommen. Wir gehen auf alle Fälle jetzt erstmal wieder in unser Dorf. Denn ich möchte die Schneiderhütte bauen. So, dann versuchen wir doch mal unser Glück hier runter. Ja, müsste eigentlich gehen. Oh, hier sind Hirsche. Wir schnappen uns mal so einen Speer. Mal sehen, ob wir so einen Hirsch jagen können. Dort steht einer. Wir haben erwischt mit 2 Speeren. Ich werde verrückt. Messer haben wir dabei. Und dann werden wir jetzt den mal zerhackstückeln. Wir haben 3-mal Fett, 4 Felle und wie viel Fleisch? 8-mal, glaube ich. 2-mal hat man doch, glaube ich, von den Hasen noch. Perfekt. So, jetzt nehme ich mal meinen Hammer in der Hand. Ne, ich muss in eine andere Richtung laufen. Durch den Hammer sehen wir nämlich, was wir bauen wollten, und das schimmert das irgendwo durch. Das ist unsere Richtung hier. Ja, aber können wir auch einen Speer wieder in der Hand nehmen. Vielleicht haben wir noch mal irgendwo ein Tier zu jagen. Was ist denn das hier? Ach, das ist der Keijuku oder wie er heißt. Alles klar. So, da müsste man ja jetzt eigentlich, wenn wir hier lang laufen, zum Wasser kommen. Und zu unserem Dorf. Was mir eigentlich an diesem Spiel noch etwas fehlt, ist die Möglichkeit, unseren Lebensbalken und den Balken für die Energie etwas zu erhöhen oder naja, dass der größer wird, dass wir mehr, irgendwann mal ein bisschen mehr Energie haben. Ich will nicht hier quer durch die Insel flitzen mit voller Energie, das wäre Quatsch, aber dass wir ein bisschen mehr Lebensenergie haben durch irgendwelche Aktionen oder und auch den gelben Balken, den Energiebalken uns etwas erweitern können. So, ich gehe jetzt auf alle Fälle erstmal in meine Hütte.
es ist ja bald wieder soweit, dass wir schlafen gehen können. Na ja, dann müssten wir ja den letzten Tag im Winter haben. Und da sehen wir mal zu, dass wir, sorry, wir bereiten das erstmal vor hier. Die Schneiderhütte wollten wir ja bauen. So, nee, halt, da brauchen wir ja die 5 unter dem Bauhammer. Die Schneiderhütte, mal sehen, ich weiß es ja nicht, was wir uns da zukünftig für Klamotten drin bauen können oder nähen können. Nicht Klamotten bauen, sondern nähen. So, wir gucken mal rein hier. Das müsste ja Dorfbauwerke. Nee, das ist es nicht. Quatsch. Hier. Gebäude. Produktionsstätten. Da haben wir eine Sammlerhütte. Tja, jetzt ist mal die Frage. Bauen wir uns eine Sammlerhütte oder bauen wir uns eine Schneiderhütte? Ich muss euch ehrlich sagen, ich wäre eher da geneigt, uns die Sammlerhütte zu bauen. Und dass wir vielleicht die Akku in die Sammlerhütte stecken. Oder den nächsten NPC, den wir finden, den wir mit in unser Dorf nehmen können. Oder wir Sayuri, dass wir die im Frühling aus dem Holzschuppen rausnehmen, aus den Holzfällerhütte und in die Sammlerhütte stecken. Die kann uns nämlich dann auch Pilze und so ein Zeug sammeln. Ich glaube, das wird eher bis zum nächsten Winter, dass wir da noch ein paar andere Klamotten haben, ist ja noch ein bisschen Zeit. Hm. Ich würde sagen, wir bauen uns... Wo bin ich denn jetzt gerade wieder? Das war ich wieder falsch. Dorfbauwerke und Produktionsstätten, Sammlerhütte. Ah, das bin ich immer. Ich habe wieder mal... Naja, gut. Das ist meine Dummheit. Also nochmal Gebäude. Und jetzt hier drauf, jetzt klatscht du mal auf deine Tastatur, Kollege. Dass du mal nicht auf die Q-Taste drückst, sondern auf der Steuerungstasten zum Laufen. So, ich würde sagen, die klammern hierher. Steht zwar ein bisschen schief zu dem, aber naja. Wir sind dann nicht hier in Preußen, dass alles ausgerichtet und in einer Linie stehen muss. So, da schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Was brauchen wir denn jetzt hier? Wir brauchen 8 Holzstämme. Die haben wir ja drin. Ja. Die haben wir hier drin. Hammer aus der Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Die verbauen wir jetzt gleich mal. Und dann werden wir bestimmt Bretter brauchen. Naja, wir können ja noch ein bisschen basteln. Es ist noch nicht so dunkel. So. Nicht genügend Material. Jetzt holen wir uns ein paar Bretter. Ich nehme mal an, dass wir ja Bretter brauchen. So, ich nehme mal die 20. Hier oben haben wir auch 20 und 12. Ich nehme, und für die Wände brauchen wir bestimmt auch wieder Bretter und Stöckchen. Ich nehme mal hier noch. Den Rest kann man ja wieder zurücktragen. So. Erstmal den Fußboden. Genau. Perfekt. Nicht genügend Material. Was fällt denn da jetzt? Bambus für die Rampe. Haben wir Bambus drin? Doch, wir müssten doch Bambus haben. Na bitte, hier haben wir ihn doch. Den nehmen wir einmal mit hinüber. Das hat doch jetzt geklappt, dass ich hier reingucke. Ohne den Holzhammer aus der Hand zu legen. Guck an.
Was habe ich denn da bisher immer verkehrt gemacht? Keine Ahnung. Gut. Wir müssen das ja erstmal hier ändern. Und zwar wollen wir ja hier eine Eingangstür einbauen. Da gehen wir einmal auf Ändern. Nee. F. Und zwar nehmen wir hier, was haben wir denn hier? Ja, kann man hier keine Eingangstür einbauen. Oder bleibt die so offen? Denn ich sehe hier nichts mit so einer Schiebetür, die man hier reinbauen könnte. Verstärkte Wand? Nee. Also, die können wir einfach so bauen, denke ich mir. Alles klar, gut. Da fangen wir mal hier an. Die Rampe. Das können wir jetzt noch ändern. Gar nichts. Ist das so jetzt? Jetzt können wir hier noch ändern. Außenwand, alles klar. E. Halt, zurück. F, wir brauchen da eigentlich keine so eine offenen Türen, oder? Sockel, großes Fenster. Einfaches großes Fenster. Das ist das hier, alles klar. Das ändern wir jetzt nämlich mal. Was bauen wir hier rein? E, voll. Nochmal F, ändern. Hier machen wir auch. Ein kleines Fenster machen wir hier rein. Einfaches kleines Fenster, genau. Hier machen wir das auch. Einfaches. Was kann aufgrund des Eingangslimits nicht verändert werden? Also ich brauche so eine 3 Eingangs. Dann machen wir das anders. Dann tun wir das ändern. Machen wir das wieder auf F. Ändern. Kann ich das zurückmachen? Jawohl. Machen wir das. Und tun hier drüben die Seite zumachen. Hier. Genau. F, da sieht das doch ein bisschen besser aus. Und dann machen wir wieder ein kleines Fenster rein. So, genau so machen wir das. So, alles klar. So. Haben wir da noch genug Bambus dafür? Hier brauchen wir Bambus. Wo kriegen wir jetzt Bambus her? Den können wir auch morgen früh holen. Jetzt machen wir mal die Wände hier. Da haben wir Bretter und Stöckchen, genau. Dann machen wir das erstmal zu. Ach, er hat wieder keine Energie mehr. Alles klar, wir müssen übrigens was essen. Da schauen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier zu essen? Das Fett kann man nicht essen. Ei? Nö. Oh, vergammelt ist auch nicht. Ich würde nämlich sagen, später haben wir es denn. Ah, wir sind schon mitternachts durch, wie es aussieht. Wir gehen mal zu Bett. Unsere Sonnenuhr hier oben ist grau. Das heißt, dass wir in der Nacht sind. Also, da gehen wir jetzt zu Bett. 8 Stunden schlafen und machen morgen früh weiter. So. Also, der Schnee kommt nicht wieder, ist nicht wiedergekommen. Jetzt besorgen wir uns erstmal ein bisschen Bambus. Da haben wir doch hier oben welchen gesehen. Hier hinten lang war noch Bambus, oder? Nee, der Schnee ist weg. Das war ein kurzer Winter. Jetzt haben wir doch den 4. Tag, wenn ich mich recht bin, oder? Tag 4, genau. 4 von 4. Übrigens könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie ich meine Jahreszeiten verlängere. Denn ich esse mal so ein Ei. So, wir brauchen ein bisschen Energie. Ich muss mal noch was zu essen. Ich habe zum Beispiel beim Voucher gesehen, der hat 5 Tage pro
Jahreszeit. Habe ich da irgendwas verpasst, wie man das einstellen kann? Ich habe schon mal beim ins Menü geguckt, aber da finde ich nichts. Irgendwas, wie man die Länge der Jahreszeit verändern kann. Bei Medieval Dynasty kann man das ja im Spieleinstellung verändern. Sorry, wenn ich das immer noch mit Medieval Dynasty vergleiche, aber es kommt halt vom gleichen Publisher und da liegt es nahe, das mit dem vorhergehenden Spiel zu vergleichen. So, jetzt haben wir 10 Mal, wir machen den ja noch weg. Und jetzt laufen wir mal zurück und gehen mal ins Nahrungsmittellager 0 ins erstmal was zu essen. Wie gesagt, da können wir ja die Jahreszeiten oder die Tage pro Jahreszeit, so ist es genau, können wir ja da einstellen. Aber hier habe ich noch nichts gefunden. Ich meine, es wäre vielleicht interessant, das mit auch mit 5 oder mit 6 Tagen pro Jahreszeit zu spielen. Also 3 Tage, das hat Medieval Dynasty mir gezeigt, ist mir in der Regel zu kurz für eine Jahreszeit. So. Jetzt haben wir hier Eier, haben wir hier drin. Die sind noch nicht gekocht, aber die räumen wir mal hier rein, die gekochten Eier. Wir räumen mal das rohe Fleisch rein und wir Stapel aufteilen. Wir nehmen uns mal 8 gebratenes Fleisch mit und hier die 4 gekochten Eier. Da tun wir mal das Fett hier rein. Das können wir noch hier rein tun. Das Gobo. Ich denke doch, dass wir unterwegs noch welches finden. Gut. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um was zu essen. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Aber verdrücke ich erstmal die Eier. So, und jetzt erstmal noch ein Stück Fleisch dazu. Und noch ein Stück Fleisch. Nein, das reicht. Oh, jetzt ist der Schnee wieder da. Nach dem Frühstück macht der Schnee wieder. Gut. Wir hätten vielleicht eher was essen sollen. Seht ihr es hier? Er baut sich langsam wieder auf, der Schnee. Also das ist noch ein Bug. Da möchten sie noch ein bisschen dran arbeiten, die Kollegen. Aber dafür ist es Early Access, sage ich mal so. Das muss man akzeptieren, dass da nicht immer alles so funktioniert. Na? Eigenbeschuss ist verboten. Wieso geht denn, macht denn da hier nichts? Wir haben doch Bambus dabei, oder nicht? Machen wir doch Material zufügen. Will da nicht? Das hier geht. Oder war das hier hinten? Hier hinten, das Blaue. Ja, ich bin auch ein Trottel. Das Grüne ist doch fertig, alles klar. Das Türkise hier, das ist... Oder Himmelblaue. Das ist zu bauen. Und dass das hier vorne dann so grün ist, das verwirrt ein bisschen, muss ich sagen. Das kann man... Das könnte man auch anders lösen. Ich will jetzt schon wieder als Nörgler hier auftreten, aber das sind so die Sachen, die mir auffallen. Das, also mich verwirrt es ein bisschen. Ich sehe auch keinen Sinn da drin, warum das jetzt grün ist. Genau wie drüben in der Holzfällerhütte. Warum ist das jetzt grün? Das ist doch gebaut. Ändern kann ich daran nichts mehr. Und warum ist das grün? Keine Ahnung. Erschließt sich mir nicht. So, jetzt schauen wir hier oben. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder Steine. 4 Steine. Stöcke haben wir noch. 2 Stämme brauchen wir. Bretter haben wir auch noch. So, 4 Steine. Die werden wir schon finden. Ja, ja, wir finden noch welche hier. Die kleinen. Die großen können wir ja nicht nehmen hier, oder? Nein. Den nehmen wir. 1. Die können wir nehmen hier. 2, 3, 4. 5. Ne, 4er brauchen wir ja bloß. Und das 4 oder 6?
4. 4. So. Es dauert aber auch. Also, wir haben schon wieder 20 Minuten weg von unserer. Na, was ist denn jetzt? Jetzt war nicht weit genug. Was ist denn jetzt? Der Bauhammer kaputt. Ah. Wie viele Stämme habe ich noch? Gar nichts. Ja, und da müssen wir einen Bauhammer machen. Ich bin dann mal gespannt, wie viel nachher im Frühling drin ist. Wenn die... Ich nehme noch einen Stamm mit. Die Jahreszeit zu Ende ist und was die Sayuki oder Sayuri so produziert hat. Und das finde ich ein bisschen nicht optimal, sagen wir mal so. Mit dem, dass das erst nach Jahreszeitenende drin ist. Da muss ich jetzt im Print, da ist natürlich dann wieder schlecht, wenn du 5 oder 6 Tage pro Jahreszeit hast. Da musst du dann immer die ganze Zeit die Materialien dir selber aus dem Wald ran schleppen. So, jetzt sind wir fertig, oder? Ja, ja. So, hier kann man nichts weiter bauen. Wenn wir jetzt halt den Hammer aus der Hand legen, da haben wir hier einen offenen Eingang. So, aber wir können hier nichts dran ändern mehr, oder? Nee. Ein Tor wie in unserer Hütte können wir nicht einbauen. Dass das hier so offen ist, das gefällt mir auch nicht so richtig. Ihr könnt ja mal gern... So, ich habe mir so vorgestellt, wie drüben ist... Das Materiallager oder das Dynastielager, dass das so ist, mit einer Tür dran. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas verändern können. Ändern. Nee, du kannst ja hier nichts mehr dran ändern, oder? Kann man hier noch offene Holzwände. Holzständerwand. Kann man das hier einbauen? Aufgrund des Eingangslimits kann nicht verändert werden. Wieso muss ich so einen breiten Eingang haben? Oder mache ich da irgendwas falsch? Korrekturen bitte in die Kommentare schreiben. Kann natürlich sein, dass ich mich hier zu dumm anstelle. Gut, das ist nun mal so, können wir es jetzt nicht ändern. So, alles klar. So, können wir jetzt mit dem brauchen wir nicht zu reden. Wir suchen uns jetzt einen Weg zum nächsten Spezialprojekt, denn wir wollen ja die Dynastiestufe 7 erreichen. Und es geht nur durch Quests oder durch Spezialprojekte. Ich glaube nicht, wenn wir für Demata noch ein Quest machen, dass wir da in der Dynastiestufe, die legt sich jetzt übrigens in 7 aufsteigen, glaube ich nicht. So, ich nehme aber noch mal den Speer in der Hand. So, wir laufen mal hier hinter an dem Wachturm vorbei. Beim Kenyo, oder wie der heißt. Oh, ich nenne den mal Kenyo. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Und schauen mal, was wir dort hinten finden. Ob wir dort eine Brücke oder irgendwas finden, was wir bauen können, um die nächste Stufe zu erreichen. So. Jetzt können wir, glaube ich, noch mal ein Stück Fleisch essen. Sieht so aus. Ja, jetzt sind wir voll gesättigt. So, jetzt laufen wir mal hier hinter. Mal sehen, ob das jetzt wieder so Aufenthaltsort von Tieren entdeckt. Hirsche. Brauchen wir jetzt noch mal einen Hirsch? Nee, wir haben doch was zu essen einstecken. Nochmal einen Hirsch jetzt jagen? Nee. Machen wir nicht. Mich wundert es wirklich, dass hier
nicht so ein Spezialprojekt ist, dass man hier keine Brücke bauen kann. Na ja, gut. So. Schauen wir mal auf die Karte, wo wir sind. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt uns so ein bisschen in Laufrichtung rechts halten. Dass wir unten zu dem unteren Pfeil werden wir mal in diese Richtung laufen. Da hinten ist so eine Brücke, die ist aber gebaut, da brauchen wir nichts bauen. Die ist fertig, wir können mal hier hochlaufen. Ob da oben irgendwas ist. Es wäre sowieso unsere Richtung, wo wir hinwollen. Genau. Wir laufen mal dort hoch. Nee, nicht der Axt. Nimm mal lieber den Speer in der Hand. Man weiß nie, wen wir hier über den Weg laufen. Was ist das? Ja, dort läuft einer rum. Ein Pilgerer. Ah, du hast einen neuen Ort entdeckt. Ja, ist schön. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Wer ist das? Das ist doch ein Bandit, oder? Was sagt unsere Legende in der Karte? Mit den braunen Zeichen. Oh, nee, das ist ein Händler. Alles klar. Das, oh, hier ist was. Hier ist was zu bauen, Leute. Wir haben ein Spezialprojekt gefunden. Der Händler, ist das nicht der Händlerkarn da dort? Hat er jetzt seinen Karn verlassen? Können wir den da jetzt ausplündern? Nee? Der wird schon gleich wiederkommen und uns 200 Löffel hauen, wenn wir hier dran rumschnüffeln. Nee, wir kümmern uns mal um unser Spezialprojekt. Der müsste ja dann wiederkommen, der Händler. Der kann dann nicht seinen Wagen hier irgendwo, seinen Verkaufswagen hier irgendwo stehen lassen. Das gibt's ja gar nicht. Also, das ist ein größeres Projekt, denke ich mir. Das sieht eher aus, als wenn wir hier einen Wachturm oder sowas bauen müssen. Das werden wir nicht jetzt in den halben Tag noch, der da im Winter bleibt. Spezialprojekt Wachturm. Bietet einen Überblick über die Umgebung. Ein hier angestellter Wächter kann zum Jahreszeitenwechsel Orte markieren, die für dich von Interesse sein könnten. Errichte eine Spezialprojektwerkstatt. Einfache Bauwerkeschema wird mit Fortschritt der Hauptquest freigeschaltet in der Nähe. Also das haben wir ja schon gehabt. Eine Spezialprojektwerkstatt hat man ja schon. Jetzt läuft der Händler hier rum. Gut, wir bauen jetzt hier mal so eine Spezialprojektwerkstatt her. So, da schauen wir mal. Also, Bauhammer in der Hand, Speer weg. Einfache Bauwerke. Das war doch so, oder? Spezialprojektwerkstatt, hier ist er doch. Blick vor. Ah, es ist grün. So, jetzt brauchen wir 10-mal Bambus. Haben wir noch so 10-mal Bambus einstecken? 8-mal haben wir einstecken. So ein Quatsch. Jetzt haben wir bloß 8-mal Bambus. Wo finden wir jetzt noch Bambus? Axt raus. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo in der Umgebung Bambus sehen. Auf alle Fälle brauchen wir ja Stämme. Da können wir schon mal hier ein paar umlegen. Eine japanische Schwarzkiefer, machen wir mal um. Die liegt aber so komisch drin hier.
Komm, wir zerlegen dich mal. Vielleicht. Jetzt fällt sie runter. Alles klar. Bleib ja liegen hier. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viel wir das Ding brauchen. Hier sehe ich noch keinen Bambus. Da hinten ist was zum Jagen. Ist das Vieh schon tot oder was? Nee. Jetzt hörschen wir den Hirsch wieder hinterher. Aber Essen. Essen ist wichtig. Jetzt gucke ich erstmal, wo mein anderer Speer ist. Der ist wieder weg. Der steckt hier nicht im Baum. Ich habe gedacht, den habe ich hier in den Baum eingezimmert. Nee. Der ist wieder weg. Egal. Wir haben wieder einen Hirsch. Wir haben... Und der hat uns einen Speer geklaut. Der hat uns einen Speer gekostet. Oder zwei. Den einen, den wir verworfen haben. Da hinten stehen Pilze. Das sind doch Fliegenpilze, oder? Wir nehmen unser Messer wieder und zerhackstückeln den wieder. So, jetzt haben wir achtmal Fleisch, wie gehabt. Fett und Felle. Beni, Dengu, Tagepilze. Ja, das sind Fliegenpilze. Lieber sind wir jetzt nicht scharf drauf auf die Dinger. Bambus brauchen wir. Bambus. Oh, hier gibt es aber auch Hirsche. Hier können wir uns so richtig eindecken mit Fleisch. Ja, guckt euch das an, ja. Ist ja richtig, richtig wildreiche Gegend. Trotzdem haben wir immer noch keinen Bambus. Ich glaube, wir müssen dann mal den Berg wieder runterlaufen. Wir legen nehmen einen Hammer in der Hand, das sehen wir nämlich, wo wir hinlaufen müssen. Das ist ein richtiger Pilz für uns, seht ihr? Die können wir mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit denen auch irgendwas kochen können, ob wir auch selbst was damit kochen können. Das müssten wir mal ausprobieren. Oder ob wir sie verkaufen können an den Händler. So, wo ist denn der Händler? Wo treibt denn der sich rum? Ich hätte gern mal mit dem gehandelt. Denn gehandelt haben wir ja überhaupt noch nicht. So, ich gucke überhaupt übrigens mal in unsere Dynastie rein, in unsere Legende. Ob wir noch irgendwas... Ne, da können wir noch was freischalten hier. Seht ihr das? Würdenträger. Alles klar. Handwerker. Da haben wir alles. Da haben wir zwei Boni-Punkte und können sie nicht mehr verwenden. Wir haben alles freigeschaltet. Krieger. Da haben wir jetzt auch alles freigeschaltet. Haben wir auch zwei Boni-Punkte. Was ist das hier? Und Mensch, da wollten wir noch. Nee, da gibt es ja noch die Orte der Macht. So, alles klar. Anführer, da fehlt uns noch etwas. Falscher benötigt. Null Boni bereits auf diesem Weg freigeschaltet. Was? Auch können wir freischalten. Nee. Nee, geht nicht. Ich denke, wir brauchen null Boni. Quatsch. Jetzt steht da ein Bonuspunkt. Gut, alles klar. So, da gehen wir mal hier wieder raus. So, gut, jetzt kümmern wir uns um unseren, was brauchen wir denn hier? 10-mal Bambus. Wir holen uns mal die 8 hinein, die wir haben. Steine brauchen wir, Zähne. Holzstämme. Und Bretter. Bretter haben wir noch genug dabei. Hinten haben wir doch einen Baum gefällt. Die haben wir die Stämme überhaupt mitgenommen. Die liegen doch immer noch da. So, gut. Wir nehmen mal wieder unsere Axt. Dann haben wir auf alle Fälle erstmal hier die Stämme. Zack, Bretter brauchen wir keine. Ja. Ah ja, die Hirsche, die haben mich abgelenkt zum weiteren Baumfällen. So. 8 brauchen wir, glaube ich. 6 oder 8 brauchen wir noch. Steine brauchen wir dann noch. Die haben wir ja hier irgendwo gesehen.
So, den Schuppen, den bauen wir noch gemeinsam fertig. Und dann muss ich mal schauen. Holz, nicht wegkullern, nicht wegkullern. Hier bleiben. Ich will euch doch nicht hinterherhaschen, hier durchs ganze Tal flitzen. So, da hinten sind Steine auf alle Fälle. Man sieht sie von hier aus. Na, Hirsch. Die großen können wir, den können wir annehmen. Eins. Zwei. Hier sind doch genug Steine. Drei. Zähne waren es. Vier, hä? Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich nehme mal 12 mit. Das waren, glaube ich, Zähne. Ah ja, die nehmen wir auch noch mit, die zwei. Den Rest verkaufen wir an den Händler. Bin nicht, ob der Steine nimmt. Keine Ahnung. Das ist der Nachteil vom Winter. Du siehst nicht, wenn irgendwas. Auch beim Zielen, habe ich schon mal gesagt. Beim Zielen ist es ein bisschen suboptimal. Müsste man den in einer anderen Farbe haben. Das wäre nicht schlecht. Wo ist unser Schuppen? Hier vorne. So, da müssen wir mal schauen, ob wir. Wir lassen mal den Blick nach unten schweifen, ob da irgendwo Bambus steht. Müsste man ja von hier oben aussehen. Oder wir können ja gleich mal runterlaufen. Da hinten steht Bambus, ich sehe ihn schon. Da hinten steht Bambus. Und was für ein schöner Wald. Ein ganzer Hain mit Bambus. Pass auf nicht, dass du noch stürzt und dir noch die Ohren brichst. So. Oh ja, das ist aber großer Bambus. Das ist alter Bambus, kein neuer. Wie viel kriegt man da von einem am Bambus? Halt mit der Axt, nicht mit dem Hammer. Zwei. Bellen mit Eisen. Ach, bei den großen brauchen wir anderen Bambus. Oh je. Da brauchen wir. Den können wir gar nicht abmachen. Hier, den kleinen können wir abmachen. Das ist doch auch Bambus. Ja, den können wir wegmachen. Gut. Also den dicken können wir mit, brauchst eine Eisenaxt. Nee, nicht den. Den müsst ihr nehmen. Den haben wir weg. Gott, den machen wir noch. Wie viel haben wir denn jetzt? 7 müsste doch eigentlich reichen, oder? Haben wir, ja, dort ist nochmal dünner Bambus. Wir können nur mit unserer Steinklitsche den dünn wegmachen. Bei anderen brauchen wir eine Eisenaxt. Steinaxt wurde zerstört, wir haben aber noch eine. So, das dürfte jetzt alles sein. Jetzt flitzen wir mal wieder auf und bauen unseren Schuppen zu Ende. Und dann mal sehen, was wir so für diesen Turm brauchen. Das wird schon einige sein an Material. Das ist ja nur kein Glockenturm oder wie man das nennt, oder keine Glocke und auch keine Hütte, sondern das ist ein ganz schönes Monster. Ich denke mal, da werden wir schon einiges brauchen. Was ist denn das, ein Fuchs? Treffen wir den, da können sie mal probieren. Jagen kann man doch mal immer üben zwischendrin. Oh ja, wir haben den erwischt. Jetzt haut er ab oder was? Ja, mein Yari her. Wir haben den erwischt, der wollte uns angreifen. Habt ihr das gesehen? Diese Schweinebacke. So, was haben wir denn von denen gekriegt? Ein Fell, Fett und naja, gut. Und Fleisch. Fuchsfleisch. Ob das so genießbar ist, ich weiß es nicht. Oder ob wir davon die Tollwut kriegen. Der Fuchs ist ja im Allgemeinen Tollwutüberträger. So, gut, jetzt bauen wir fix unseren. Oh, wir haben gleich 40 Minuten. Fix unseren Spezialprojekt Werkstatt fertig. Ja, ja, das Material reicht alles, was wir dabei haben. Da hinten ist auch der Händler. Was Tier oder Gegenstand im Bauwerk? Das soll ja nicht ja doch. Oh, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir 150 Steine. Nun leckt mich doch. Und 75 mal Bambus.
setzt er sich bei uns jetzt allein in die Hütte oder was? 50 Stöckchen, das soll nicht das Problem sein. Stroh könnte noch das Problem sein. Das müssen wir ja irgendwo trocknen. Und dann brauchen wir 60 Stämme und 60 Bretter. Wie ich das hier sehe, oder? Warum ist das so hell? Keine Ahnung. Haben wir schon 50 Stöckchen noch? Nee, das müssen wir doch jetzt hier irgendwo reinlegen, oder? Nee, das wollen wir nicht abreißen. Wie war denn das? Ach ja, ausgewählte Rohstoffe hinzufügen. Haben wir da irgendwas? Nee. Oh ja, 7 Steine haben wir. Was haben wir noch? Haben wir keine Stöckchen, haben wir da auch. Wir haben doch die 50 Stöckchen. Bambus haben wir doch auch noch drin, oder nicht? 12 Mal, ja. Wie können wir das jetzt hier einfügen? Ach nee, das müsste ja irgendwie aussuchen, das Material. Halt. Material ändern, F. Steine haben wir drin, Bambus wollen wir jetzt reinräumen, alles klar. Mal also wieder F. Material ändern, Stöckchen. Dazu. 50 haben wir drin, Stroh. Haben wir Stroh dabei? Ja, 55 mal Stroh haben wir. Aber wir brauchen 200. Gut, aber wir machen das erstmal. Hier F. Das Stroh räumen wir rein. Gucken wir nochmal. Stämme. Ah ja, doch. So, und Bretter brauchen wir auch noch. Material ändern. Nehmen wir nochmal Bretter. Ach, da haben wir schon drin. Alles klar. Da können wir jetzt erstmal Steine sammeln. Alles klar, meine Freunde. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Ich suche die Steine, die Materialien zwischendurch zusammen und räume die hier rein und dann sehen wir uns wieder. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Runde. Es wird dann bestimmt schon der zweite Tag im Frühling sein. Jetzt werde ich mir erstmal hier so eine Feuerstelle bauen und ein Zelt bauen, damit ich auch schlafen kann. Alles klar, ich sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.